Okay. Den Weg habe ich euch jetzt nämlich geschnitten schnell, weil es hat echt ein bisschen gedauert, hier hochzukommen. Und natürlich nehmen wir auch die Honigwabe mit, weil wir wollen ja keine übersehen, ne? Dazu haben wir jetzt eigentlich alle zwei jetzt schon in dieser Welt gefunden und sind damit echt auf einem guten Stand. Und dann bleibt eigentlich nur noch das Klo und die Regengrille. Aber ich würde erst sagen, gehen wir in das Klo rein. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Spaß. Viel Spaß, Kleiner. Runtergespült, richtig ekelhaft und ich will... Nein, das machen sie jetzt nicht. Das machen sie jetzt... Das... Das ist ja nicht... Scheiß... Achtung. Boah! Wer sammelt sich hier die ganze Scheiße? Ach, oh mein Gott, ist das widerlich. Oh mein Gott. Nimm dir noch den Momo-Schild mit und ab geht's hier. Raus hier, ganz schnell. Ekelhaft. Oh Gott, das... Widerlichste Puzzleteil, was ich bis jetzt jemals gehabt habe. Oh mein Gott. Okay, gehen wir da noch rein und holen uns Puzzleteil Nummer 8. Oh, meine Fresse. Ganz ehrlich, das hat mich jetzt leicht, also ich bin jetzt gerade immer noch extrem angewidert. Wie ekelhaft ist das, bitte. Boah. Also das ist ganz ehrlich, das war jetzt wirklich ziemlich widerlich. Also das war jetzt wirklich nicht untertrieben oder so, das ist echt... Hört einen ja wirklich schlecht. Von dem Anblick, ey, dass Rare das wirklich gebracht hat. Boah, die sind ja echt knallhart. Die sind knallhart, ey. Hilfe. Aber okay, das war auch der falsche Weg, weil ich möchte nämlich zu Mumbo, um mich zurückzuverwandeln. Weil wir meistens nach haben wir jetzt eigentlich alles geholt, was wir als Kürbis holen können. Und dann ist eigentlich nur noch dieses Keller-Ding da, was ich da vermute, dass wir da rein können. Und dann noch dieser eine andere Weg, wo wir letztens waren, wo wir in dem Wasser das ganze Zeug aufgesammelt haben, ne? Das fällt mir noch ein, aber dann war es das schon. Dann fällt mir nichts mehr ein, was wir machen können. Also Mumbo, fahren wir nicht. Bitte zurück. Ich möchte nämlich wieder Bär und Vogel sein. Dankeschön. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal das ganze, den ganzen Rest da, was da noch auf uns wartet. Weil viel ist es ja eigentlich nicht mehr. Viel ist es wirklich nicht mehr. Bald sind wir eigentlich schon wieder mit der Welt fertig, was mich auch schon wieder schockiert. Wie schnell das immer geht, ey. Pro Welt 3 Parts immer circa haben wir bis jetzt und nein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das aktivieren. Aber okay. Dann gehen wir jetzt mal erstmal zum Haus und da zu diesem Keller-Ding. Nämlich genau hier. Weil das können wir doch locker einbrechen, oder? Komm, ja, dachte ich mir doch. Das wäre merkwürdig, hätten wir das nicht gekonnt, ne? Das wäre ziemlich merkwürdig. Mal schauen, was sich hier so verbirgt. Steht da 1 und 1? Steht da 1 und 1? Und, komm her! Ey! Gib doch! Schieß mal ganz, ey! Nein, das steht 1881. Okay. Alter, ich dachte, das steht 1 und 1. Das ist mal ganz ehrlich, das sah auf dem ersten Blick echt so aus. Und hier sind noch ein paar Nötchen, die wir brauchen. Oha. Aber hier ist doch irgendwo ein Jinjo. Ich höre ihn doch. What the fuck? Und warte. Da ist ein Fass, was ein X drauf hat. Das heißt, das ist doch nicht umsonst so, oder? Hä? Irgendwie muss ich doch das Fass aktivieren können. Oder? Wo ist denn der Jinjo? Hey! Der muss in die Zone im Fass sein. Oder kann ich den Rest... Ah, den Rest kann ich aufsperren. Okay. Haben wir... Und da ist der Jinjo! Nice! Und ich muss mir, glaube ich, gerade zum Teil einen Nieser verkneifen. Also nicht wundern, wenn ich gleich niese. Aber es läuft aktuell noch ziemlich gut, hier runter zu stoppen. Und... Puzzleteil! Alter! Nice! Danke! Yeah! Eigentlich fehlen uns da nur noch ein paar Nötchen, ne? Aber hier ist es eigentlich nichts Großartiges mehr drin, oder? Also hier haben wir noch ein Fass. Und hier sind auch nur Eier drin. Dann sind wir unten auch fertig. Ja, nice. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch in die komplett andere Richtung, wo wir letztens mit den Kürbischen waren. Aber wo war das nochmal, hey? Die Aufnahme ist schon wieder so ein, zwei Tage her, ne?
Das ist ja bei mir ein bisschen immer Zeit verschoben, also ich nehme das nicht alles immer in einer Row auf. Je nachdem, wie ich gerade Zeit und Lust habe. Aber war das hier? Hier war es nicht, aber hier ist die Abkürzung. Hm, nice. Okay, dann gehen wir da drunter und... Ja, das war hier. Ja, perfekt. Okay. Wenn das hier war, können wir da hoch? Und... shit. Aber okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Brunnen rein. Runter da. Hui. Mal schauen, was sich da unten so verbirgt. Okay, wir können hier runtertauchen. Würde ich sagen, let's go, wenn die Steuerung gerade nicht so ein bisschen komisch wäre. Aber jetzt geht's, jetzt geht's. Und, wow. Ach du Scheiße. Okay. Was? Ich kann jetzt hier nichts tun. Alles klar, dann gehen wir wieder hoch. Komisch. Seil. Hoch da. Banjo. Jetzt geht er hoch. Banjo, bitte. Danke. Meine Güte. Aber okay. Hier ist jetzt nichts mehr viel weiteres, oder? Außer diese fette Sprungplattform. Ah, die hilft uns wahrscheinlich, genau, hier wieder hochzukommen. Hm. Ein bisschen fehlt uns natürlich noch was, ne? Also wir haben immer noch längst nicht alles. Aber wo ist der Rest? Uns fehlt nämlich ein Puzzleteil, das ist nämlich ein Jinjo. Und dann fehlt uns noch... Nämlich, sag's mir doch. Dann noch ein paar Nötchen. Wie viele haben wir denn? 13 Noten fehlen uns noch. Aber, okay. Was sind denn die? Jetzt bin ich echt leicht verwundert, Leute. Wo sind die restlichen Noten? Und der ganze andere Scheiß. Wo ist denn das? Jetzt bin ich definitiv leicht verwirrt. Das muss doch hier irgendwo noch versteckt sein. Gehen wir mal... Nein. Ich wollte doch gerade da hochgehen. Mann, ey. Hopp, nochmal. Und jetzt ganz schnell Kazooie rausholen. Perfekt. Und Kazooie, hopp hoch. Kazooie, hoch da jetzt. Geht doch. Gehen wir da hoch. Vielleicht sehen wir einfach von oben besser was, aber ich bezweifle das. Schauen wir einfach mal hier nach. Aber langsam. Nein. Ist gut. Aber ist mal ganz ehrlich, wir können dort rein, ne? Aber hier war nichts. Es kann nicht sein, dass hier nichts ist. Es ist ja ein besonderer Raum. Aber warum? Warum ist hier quasi nichts? Die Scheibe kann ich nicht kaputt machen. Auch nicht. Ich kann mit nichts interagieren. Und das verwundert mich sehr stark. Es kann auch nicht nur ein Aufladeraum sein. Und hier kann ich auch nichts machen. Komm schon. Nein. Und bei Conté das Bild? Auch nicht. Merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und hier kann ich eigentlich auch nichts kaputt machen, wenn ich jetzt so die Fenster inspektiere. Komme ich auch nirgendwo hin? Nein. Ich bin gerade dezent verwirrt. Das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht einfach. Und da drin war ja auch nichts mehr, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß, Leute, das ist es gerade ein bisschen rumirren, aber es wundert mich jetzt. Hier ist auch nämlich nichts mehr. Hm. Okay. Ich bin gerade schon ein bisschen ratlos, wenn ich mal ehrlich sein darf. Weil wir waren jetzt eigentlich schon fast überall, ne? Uns fehlt ja nicht mehr viel. Uns fehlt wirklich nicht mehr viel, aber immer noch ein bisschen. Ein Jinjo fehlt uns. Damit haben wir dann das letzte Puzzleteil. Und was uns auch noch fehlt, ist, sag's mir doch. Neben den Jinjo, 13 Noten. Und die müssen sich ja auch irgendwo noch versteckt halten. Aber wo? Wo ist die Frage? Ich bin jetzt gerade wirklich etwas überfragt. Aber dass ich mir gerade schon die ganze Zeit denke. Und oh, stimmt ja, das waren ja Dornen. Kann ich in die Uhr rein? Also in den Turm?
Weil vielleicht können wir dann damit interagieren. Und da drin ist dann das, was wir suchen. Wäre vielleicht möglich, ne? Wäre vielleicht möglich. Aber wenn ich jetzt hier langsam entlang laufe, kommen wir da rein. Und da drin kommen wir dann nach oben. Okay, ich bin wirklich... Leute, ich bin jetzt gerade echt leicht verwirrt. Weil ich mich jetzt hier so umschaue, fällt mir jetzt auch nichts mehr ultra krass Auffälliges auf. Obwohl... Wartet. Nein. Doch, mir fällt... Ja, jetzt. Ja. Hab was. Schön abfedern, damit wir keinen Fallschaden kriegen. Dann oben. Da ist nämlich die Fensterscheibe. Und da können wir hoch. Weil das ist jetzt ziemlich fette Fensterscheibe. Und da waren wir noch nicht. Genau die da. Und bis jetzt konnten wir jede einzelne Fensterscheibe kaputt machen. Genau wie diese hier. Ja. Und hier haben wir auch den Jinjo. Ja, ich höre ihn. Und, Alter. Scheiße, wir sind fast down. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Es ist vorsichtig. Es ist wirklich vorsichtig angesagt. Und damit haben wir auch das letzte Puzzleteil. Nice! Alle 10 in dieser Welt gefunden. Jetzt finden eigentlich nur ein paar Nötchen. Aber den Geist bringt auch um. Weg mit dir. Oh, bam. So. Und Nötchen. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. So, es fehlen uns nur noch 9 Stück. Kommt da auch so ein Biest raus? Yeah. Nein. Okay. Und können wir irgendwie noch woanders hinzoomen? Und, oha. Kann man das... Können wir die öffnen? Oha, 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 oha. Hier sind noch ein paar Eier, aber... Schauen wir uns mal kurz eine Ego-Perspektive um. Das ist eine Truhe. Und Truhen kann man eigentlich immer öffnen. Irgendwie. Können wir die irgendwie öffnen? Hallo? Hey, die muss man doch irgendwie öffnen können. Das kann doch nicht sein. Aber hier interagieren können wir auch nichts mehr. Aber das ist toll. Jetzt haben wir zwar alle Puzzleteile, aber uns fehlen immer noch Noten. Uns fehlen immer noch Noten. Meine Fresse, wo sind denn die? Das, jetzt bin ich echt wieder leicht verwundert. Und sprachlos. Okay, ich würde sagen, ich suche die Noten offscreen, also ich schneide es euch dann quasi so zusammen, wenn ich sie gefunden habe, obwohl im 1 wundert mich gerade. Kann ich da rein? Kann ich da... Wait. Wartet, ich hole mal kurz den Kürbis. Bis gleich, Leute. Ich glaube, ich habe es gefunden. Okay, wie rechts, auch links. Hier ist auch noch eine Scheibe, wo wir rein können. Und mal hoffen, dass hier die letzten Noten sind, weil sonst rast ich aus. Und ja, hier sind Noten. Hier sind so viele Noten. Geh down. Komm schon, lass es alle sein. Lass es alle sein. Lass es alle sein. Bam, geh down. Komm schon. Oh mein Gott, Leute, es sieht so gut aus. Bitches. Oh mein Gott. Und damit sollten wir jetzt auch alles haben, oder? Kontrollieren wir mal nach. Statistik. 100 Noten, 10 Puzzleteile, 2 Honigwaben. Fertig. Wir sind mit der Welt fertig. Yes. Nice. Wieder eine Welt fertig. Aber damit würde ich auch sagen, beende ich an der Stelle den Part. Also lasst einen Like-Kommentar, wenn euch der Part so an sich gefallen hat, ein Abo nicht zu verpassen. Und im nächsten Part begeben wir uns auf die Suche zur nächsten Welt. Und mal schauen, wo sich diese verbirgt und versteckt. Ne? Also, bis dann. Und... What the fuck? Was ist denn... Yo! Kommt einfach so ein riesiger Strabstein raus. Alles klar. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, bis dann und ciao. Und ich will erstmal kurz noch schauen, ob ich da noch was hab. Banjo hoch da. Banjo. Langsam. Weil ich will jetzt... Also das interessiert mich jetzt gerade echt. Eigentlich wollte ich jetzt gerade echt den Part beenden, ne? Aber... Was ist da oben? Ist da was? Versteckt. Rare? Rare?
Ha? Habt ihr da was versteckt? Ha? Komm, sag's mir doch. Nein? Okay. Okay, jetzt dann wirklich. Bis dann und ciao. Wir sehen uns das nächste Mal bei Banjo-Kazooie. Thank you.